Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Hier in der MT-Galerie, in dem Förderprojekt von den Lieblingsfriseuren. Die Lieblingsfriseure sind heute auch alle anwesend. Also ein großer Teil ist heute anwesend. Das ist einmal der Christian, die Mandy und die Hadir und meine Wenigkeit. Wir sind für euren Service heute zuständig. Dann möchte ich euch Georg vorstellen. Das ist der Art Director. Der kümmert sich hauptsächlich um die ganze Galerieschiene, um die Künstler. Und ja, Tag und Nacht zu tun. Ja, von meiner Seite aus war es das. Schön, dass ihr da seid. Ich gehe weiter an Pamelia. Die wird dann den Anfang starten und euch ein bisschen mit den anführen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Micha. Ich wollte mich an der Stelle auch bedanken, überhaupt beim Team, beim Georg, beim Micha, beim Christian, bei der Mandy, bei Hadir. Stimmt das? Ja. War sehr schön, wir haben gestern aufgebaut, es war sehr wuselig, aber es war wirklich schön, weil wir sehr unterstützt wurden, wieder Kaffee wurde gebracht, es war einfach toll. Ich möchte gern den Künstler hier erstmal vorstellen, um den geht es ja heute, das ist der Zygmunt Wojewski. Ich erlaube mir euch und du zu sagen, wenn ich darf, den werdet ihr jetzt dann nochmal genauer kennenlernen. Hier an dieser Stelle möchte ich gerne den Loris und die Ayane hier vorne holen. Kommt ihr mal bitte. So, denn mir ist es nochmal ein ganz großes Anliegen, uns vorzustellen. Das Ganze ist ja so ein bisschen anders, als es normalerweise abläuft. Wir sind das so genannte Jena Food Management. Wir haben uns Anfang dieses Jahres, also im Mai, neu gegründet. Die erste Ausstellung, die wir zusammen machen, ja, total toll und hier in Berlin auch unseren ersten Auftritt. Wir haben uns so aufgeteilt, Loris ist mein Sohn, das ist echt eine Familienkiste hier, und ist zuständig für Marketing und Werbung. Ayane ist, sag ich, wofür du zuständig bist? Organisation, Planung, alles was so anfällt, die anderen mal ein bisschen anfeuern. Genau. Also ohne sie ist es auch wirklich so ein bisschen, ne, so zwei kreative Leute und dann jemand, der sagt, okay, stopp, so, ist wunderbar in der Kunst, wenn man so jemanden hat. Wenn irgend nachher noch, das ne, sage ich nachher noch mal, wenn bestimmte Sachen auch als Fragen sind, was so den Kauf der Bilder und etc. angeht, dann würde ich bitte an Ariane wenden. Und die Optik natürlich, sowieso. Was mir jetzt ganz wichtig ist, ist hier ein Friseurladen, Friseursalon, kein Laden, Gottes Willen, ein Friseursalon. Und es ist nicht sehr üblich, finde ich das, aber im Grunde genommen unüblich, eine Ausstellung in einem Friseursalon zu machen. Aber das war genau das, was mich sehr, sehr gereizt hat an dieser Stelle. Wir haben hier das Motto Clearing. Und ich habe am Anfang so eine kleine Umfrage gemacht bei meinen Freunden und Bekannten und habe einfach mal ganz spontan, was fällt euch ein in Bezug auf Clearing? Und dann kamen ganz viele Sachen, aber vor allen Dingen immer wieder Reinigung, Klärung. Das war ganz, ganz oft. Und dann dachte ich mir, ist doch super, wir sind hier im Friseurladen. Was macht man hier? Man reinigt. Ja, man klärt, man löst sich vom Alten und geht ins Neue, macht Schnitte. Das heißt also, ne, ganz viele wollen, machen Veränderungen, indem sie sagen, heute gehe ich zum Friseur, weil ich möchte mein Leben verändern. Ja, also wir sind voll in diesem Thema, was Clearing bedeutet. Und das wird nachher auch noch mal ein bisschen klarer. Ihr seht hier neben den einzelnen Werken haben wir so ein Statement von dem Künstler, das war mir sehr wichtig, dass wir das auch noch mal, dass der noch mal anders zur Sprache kommt. Da könnt ihr noch mal ein bisschen was an Inhalten rübernehmen und dann den Künstler noch mal direkt befragen. Er ist wirklich toll, was es wirklich angeht, über seine Werke zu reden. Ich würde an dieser Stelle gerne jetzt an das Interview übertragen, an den Erik Stehfest. Erik, kommst du mal bitte zu uns. Hallo. Erik Stehfest ist Autor, Regisseur und Schauspieler und einigen sicher bekannt, Bestseller-Autor mit dem Buch 9 Tage wach. Und was ich ganz toll finde, ist, gehört auch zu diesem ganzen Konzept eigentlich, was sich so entwickelt, ist, dass eben Erik nicht ein bildender Künstler ist, sondern auch Künstler, aber aus einer anderen Sparte. Und
wie unterhält sich, wie fragt ein Künstler aus einer anderen Sparte ein Künstler, der in der bildenden Kunst ist? Ja, man, das ist eine ganz andere Denke, die wir da haben und wie kommen wir aufeinander? Das fand ich wieder spannend. Und an der Stelle höre ich auf und übergebe direkt an euch. Viel Spaß. Mhm. Dankeschön. Ja, wir nehmen mal Platz. Ja, genau. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja. Und herzlich willkommen du. Genau. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das Buch ist, glaube ich, das, was hier jetzt hängt, nur in anderer Form. Deswegen ähneln sich die Lebensläufe, nur stehe ich noch am Anfang. Und da liegen schon ein paar Jahre weiter vor. Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, heute hier sitzen zu können. Ich habe vor ein paar Jahren einen ganz tollen Mann geheiratet, durch eine Firma, eine gemeinsame, und zwar den Loris Andrej Wojciechowski, den Sohn des Künstlers. Und das ist eine sehr spezielle Verbindung, weil ich mich klar dafür entschieden habe, seinen Lebenslauf, seinen Lebensweg beobachten zu wollen, mit allen Höhen und Tiefen. Und dazu zählen eben auch seine Familienmitglieder und somit stehen wir eigentlich alle miteinander in Verbindung seitdem. Und deswegen hatte ich auch hier und da ziemlich tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess von Clearing und deswegen ist es auch nicht haltlos, dass ich einfach hier sitze. Zygmunt Wojciechowski, 1953 geboren in München, hat sich in Graz und in München ausbilden lassen in den Bereichen bildende Kunst, Malerei und Kunstgeschichte und ist seit, glaube ich, 1979 freischaffender Künstler. Das heißt, 38 Jahre lang hat er in einer Zelle verbracht. was soll man dazu anderes sagen? Dabei geschehen ganz viele magische Momente, ganz viele Tiefen und Höhen. Was mich aber beeindruckt ist, ich komme hier rein und die Kunst wirkt leicht. Sie wirkt frei von all den tiefen Prozessen, die, glaube ich, jedes einzelne Werk beinhaltet. Und das zeigt mir wieder, dass das Wort, was für mich hier auch drüber steht, ist durchhalten, nicht aufgeben. Das steht für mich auch da. Und gerade als Künstler in meinem Bereich ist es dann immer wieder schön zu sehen, dass Künstler durchhalten, ohne krank zu werden, ohne sich umzubringen. Das Schizophrene daran ist, dass die Bilder sprechen können. Und da komme ich auch zu meiner ersten Frage. Zygmunt, wenn ich mich mit deinen Bildern unterhalten könnte, was würden die denn über dich erzählen? Ja, die würden erst einmal das aufnehmen, was du gesagt hast, nämlich den Aspekt der Beharrlichkeit. Natürlich, Beharrlichkeit, da musst du irgendwo die Energie herbekommen. Und ich hatte jetzt das Glück, also frühzeitig schon so mit Kunst in Verbindung zu treten, dass es für mich eben das Mysterium der Kunst ans Tageslicht gebracht hat. Das heißt, ich glaube einfach an die Tiefsinnigkeit, also an die tiefe Energie der Kunst, die eben dann zuletzt, wenn die Beharrlichkeit bleibt, eben zu dieser Leichtigkeit und auch Lebendigkeit führt. Jetzt hast du ja was mitgebracht heute. Ich habe eigentlich einen anderen Fragenkatalog, aber jetzt interessiert mich dein Buch. Ja, ich habe das Buch, das halte ich hier so in der Hand, daran halte ich mich so ein bisschen fest, weil ich war jetzt im Schwarzwald, ich würde summa summarum 3 Monate, und dort in einem Meditationszentrum auf dem Berg. Und die Reise jetzt von dem Berg aus dem Zendo, aus der Meditationshalle hierher, war schon für mich zwar spannend, aber doch eine gewisse Herausforderung. Denn dort habe ich Zazen praktiziert, also jeden Tag meditiert. Und dabei ist eben dieses Kompendium an Skizzen entstanden, die sehr authentisch sind, die aus der Praxis entstanden sind. Und das habe ich jetzt so als roten Faden mit hierher genommen in die City, in die Metropole und schaffe mir damit selbst auch schon wieder ein bisschen Glück. Das gehört auch zu dieser Praxis der Beharrlichkeit, mir selbst Brücken zu bauen, mich selbst zu überraschen. Und deshalb habe ich das mitgebracht.
Das hat sehr viel mit Clearing zu tun, wenn ich Sazen praktiziere. Und wo ist es für dich gerade lauter? Hier drin oder da draußen? Was meinst du mit draußen? Außerhalb dieses Raums, die Stadt. Nee, ich bin angekommen. Ich bin hier voll angekommen. Ich bin begeistert. Also ich habe das jetzt in der Form noch nie erlebt, dass ich selbst überrascht werde. Also alle haben für mich gearbeitet, haben für meine Kunst sich 150%ig eingesetzt. Und das berührt mich natürlich. Und es eröffnet mir selbst auch wieder einen ganz neuen Raum, was meine Kunst betrifft. Ist auch so ein Gütesiegel. Also das sind Bilder, die eben weiterarbeiten. Und gute Werke, sage ich jetzt einfach mal, teilweise sind gute Werke dabei, die verändern sich im Zeitlauf, ja, ermöglichen dem Betrachter immer neue Perspektiven auf die Kunst und auf sich selbst. Ja. Das heißt, du hast dich in den letzten Monaten isoliert. Und isoliert, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das hat mit Isolation nichts zu tun, sondern ich habe mir einen Innenraum geöffnet, ja, weil ein Aspekt der Kunst ist eben das Wesen der Kunst. Also es geht gar nicht so sehr um die Darstellung, sondern dass du zum Kern deiner selbst vordringst. Dafür ist für mich persönlich Kunst einfach ein super Werkzeug. Ich war noch nicht fertig. Es ging eher für mich eine gesellschaftliche Isolierung, weil ich jetzt gerade darauf hinaus wollte, der Ausdruck deiner Kunst, inwiefern ist er denn relevant für die Gesellschaft, jetzt wo du wieder Teil bist? Also seit ich Kunst praktiziere, von Anfang an bis heute, gehört die politische Dimension und Gesellschaftsdimension immer dazu. Also der Künstler ist ein Seismograf seiner Gesellschaft, wenn er die Wachheit hat und den Mut hat, sich die Welt anzugucken, wie sie ist. Ich bemühe mich, die Welt anzugucken, wie sie ist, aber nicht aber, sondern und lass mich von der Welt inspirieren. Aber nicht nur durch das Dunkel, sondern eben auch durch das Helle. Inwiefern stehen die beiden Pole in Verbindung? Miteinander? Hell und dunkel, das gehört einfach zusammen. Für dich jetzt, hier in diesen Bildern, in diesem Raum. Ich kann das nicht trennen. Also wenn ich mich reibe an dieser Herausforderung, das Einzige, was ich habe, ist die Gewissheit, dass ich auf Licht stoße. Also das habe ich mir in den 40 Jahren erarbeitet. Ich weiß, dass in jeder Reibung auch Licht ist. Ja, und das trägt mich weiter. Jetzt haben wir natürlich auch heute glücklicherweise, also in meiner Wahrnehmung ist abstrakte Kunst für jeden da und muss aber für niemanden da sein. Also das Schöne ist gerade, dass nämlich auch Kinder hier sind. Und jetzt stellt mir sich die Frage, wie würdest du mir denn jetzt, wenn ich 14 wäre, diese Kunst erklären? Also meine Erfahrung, ich habe auch unterrichtet und bin mit Kinderarbeit sozusagen vertraut im positiven Sinn. Kinder haben überhaupt keine Schwierigkeiten, die Welt des Abstrakten und die Welt des Figuralen zusammenzubringen. Vielmehr haben Erwachsene Schwierigkeiten, wenn. Das heißt, wenn sie sich selbst in Kategorien gefasst haben, Realismus gefällt mir, Abstraktum lehne ich ab. Und der andere sagt, für mich gibt es nur Konzeptkunst und das andere nicht. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Aber bei Kindern ist einfach die Dimension des Spiels im besten Fall noch wach. Und deshalb haben sie diese Hürden nicht. Also wenn sie eine Form sehen, dann ist es die Form. Und wenn die Form Spaß macht, dann werfe ich mich hinein. Ob die jetzt eine lange Nase hat und abstehende Ohren oder einfach nur Zickzack, das spielt überhaupt keine Rolle. Ist meine Erfahrung. Das heißt, es ist auch von deiner Seite aus eine kindliche Herangehensweise. Das ist das Glück, dass ich immer an mein Kindliches anknüpfen konnte. Also so hart die Zeiten manchmal waren,
dieses Kindliche, dieses Spielerische, das habe ich mir 150%ig bewahrt. Das ist Gold. Deine Wurzeln. Du hast polnische Wurzeln. Ja. Inwiefern stecken die hier drin? Ich stoße dann mehr auf den allgemeinen Begriff Clearing. Auch meine Familiengeschichte, wie die vieler Familiengeschichten hier auch im Raum, ist sehr komplex. Vieles hat sich erst später gezeigt. Mein Vater war 6 Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft und hat es überlebt. Ja, ich bin immer sehr stark und immer mehr mit meiner persönlichen Geschichte konfrontiert. Je weiter ich mich von meinem Geburtsjahr 53 entferne, umso näher rücke ich der Nachkriegszeit. Ja. Und mein Vater hat dann so ab Mitte 70 seine Traumata auch erzählen können. Und glücklicherweise ist er erst letztes Jahr gestorben mit 96. So dass wir ein Sohn-Vater, gesundes Sohn-Vater-Verhältnis noch entwickeln konnten. Ja. Also war das lange Zeit auch eher abstrakt, das Bild davon, von der Zeit? Weil ich stelle mir die Frage, wenn ich sehe nicht so oft abstrakte Kunst. Mhm. Wenn ich sie dann aber sehe, werde ich ruhig. Jetzt frage ich mich aber, also weil ich sehe nicht das Abstrakte, sondern ich sehe Geschichten und die Möglichkeiten, mir welche auszudenken. Ja. Und jetzt frage ich mich, denkst du abstrakt, bevor du ein Bild angehst, oder ist es eher ein klarer Gedanke? Also passiert dir das währenddessen? Also ich habe schon, wenn ich eine Idee formuliert habe, dann schaffe ich mir schon eine Arbeitsstruktur. Und in dieser Struktur schaffe ich mir die Freiheit, mich selbst zu überraschen, was kommt raus. Aber ich habe durchaus ein Thema, das ich dann gezielt auch über mehrere Jahre angehe und durcharbeite. Ja, und ob dann ein formaler Aspekt vordergründig rauskommt oder ein abstrakter, das entscheidet dann die künstlerische Arbeit selbst. Ja, das ist auch das Spannende. Das hält es eben wach. Das, was ich hier jetzt sehe, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was du alles gemacht hast. Ja, das ist ein kleiner Teil. Und das ist der, den ich mit dem Wort Schönheit betrachten würde. Mhm. Was bedeutet Schönheit für dich? Schönheit ist auf jeden Fall Klarheit. Also Schönheit... Mit dem klassischen Begriff schön, hässlich hat das gar nichts zu tun, sondern das hat etwas mit Atmosphäre zu tun, mit Liebe, die aus irgendwelchen Gründen entstehen können. Und wenn das Gegenüber diese Liebe wahrnimmt, entsteht Schönheit. Letztlich steckt Liebe dahinter. Mir selbst zu verzeihen zum Beispiel, andere nicht niederzumachen. Ja, und so diesen Zickzackweg zu durchlaufen. Und dafür, wie gesagt, ist Kunst, jetzt bildende Kunst in meinem Fall, ein sehr gutes Werkzeug. An Kindern kann man das besonders gut beobachten, wie frei die an sowas herangehen.